Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800. Part Nummer 11 sind wir mittlerweile schon. Beim letzten Mal haben wir die Pelzmäntelproduktion auf Cap Trelawney, auf Crown Falls, Cap Trelawney heißt die Region, gestartet, indem wir ein Item verwendet haben, und zwar die Kostümbildnerin. Damit brauchen wir keine Baumwolle mehr aus der neuen Welt und das erleichtert einiges. Heute werden wir die Fleischkonserven wieder aufnehmen, allerdings ohne Rindfleisch und ohne Paprika, glaube ich. Ich hoffe, das ersetzt es auch, weil dafür haben wir uns beim letzten Mal noch ein Item geholt. Wo will ich denn das machen? Ich würde sagen, damit starten wir auch gleich. Wir brauchen natürlich Eisen dafür. Deswegen können wir das mal vorläufig vielleicht hierhin machen. Geht das? Ja. Mehr oder weniger. Das Nähmaschinenfabriken. Gibt es ein Item, was die beide beeinflusst? Mir würde jetzt keins einfallen, wenn ich ehrlich bin. Aber man kann es ja mal machen. So viele Fleischkonserven brauchen wir nicht. Zumindest aktuell noch nicht. Das bedeutet, wir machen mal... Ach, wir brauchen ja reines Eisenerz sogar. Das macht es natürlich noch ein bisschen leichter. Dann machen wir doch mal... 3 Stück vielleicht. Wir hauen das Item auf jeden Fall rein. Genau, damit braucht es jetzt Eisen und Schwein. Und das Schweinezeug würde ich direkt... Wo habe ich meine Schweine? Hier unten habe ich die. Direkt dort anliefern. Da müssten 3 reichen. Kann man ja schön... Oder hierhin? Wäre eigentlich eine Option, wobei für später ist das vielleicht ein bisschen blöd. Deswegen machen wir es einfach... Hier und dann hier vielleicht so. Das ist ja egal für die Kohlemine. Die hat ja so viel Radius, da kann man das mal machen. Achso, Lagerhaus, natürlich. Natürlich. Ja, wobei jetzt sollten ja alle Materialien auch da angeliefert werden. Achso, passt das vom Verhältnis übrigens. Ja, locker. Damit können wir 4, 5, 6 Konserven beliefern und dann können wir ja immer noch das irgendwie pushen. Sehr schön. Wir haben hier oben auch noch nicht angefangen mit der Hopfen, also mit der Bierproduktion. Da würde ich jetzt mal loslegen. Wollte ich hier Weizen? Bald einen Namen machen. Ja, ich habe mir sicher irgendwas dabei gedacht. Ich gehe mal optimistisch ran. Ja, so kann man das machen. Ja, ich sollte auch alle Felder dann nutzen. So. Und dann bis hierhin. Und dann darüber. So. Und dann da zurück. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich würde sagen, wir starten mal 2, 4. Dann brauchen wir die. So. Und dann brauchen wir... Ich weiß gar nicht, ob die schon zählen. Ich mach mal, jetzt muss ich aufs Produktionsverhältnis schauen. 2 brauchen 4 Stück. Also nehmen wir mal 4 Stück einfach dran. Was kostet der Spaß? Außer ein paar Arbeiter, die wir jetzt wieder aufstocken müssen. Wir müssen auch wieder mal gleich Häuser bauen. Ich habe nicht nachgeguckt seit dem letzten Mal, wie ich das hier gemacht habe. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Aber wir gehen einfach mal so voran. Wird schon klappen. Das ist so richtig. Dann können wir das ja auch nochmal verbinden. Ja, wird schon gehen. Okay, wir haben genug Platz. Ich dachte schon. Haben wir eigentlich alle? Ja, wir haben alle verbunden, oder? Das sieht gut aus. Ja. Und auch hochgestockt? Ja. Gut, dann können wir hier nicht schneller produzieren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Produktionsverhältnis aussieht. Aber ich denke, das reicht. Ja, das reicht locker. Wobei mich wundert es 2. Wir haben 3 Fabriken. So, die sind überfordert vielleicht deswegen. Oder weil die noch nicht alle laufen. Das kann natürlich auch sein. Dann können wir schon mal die Fensterproduktion ein bisschen hochfahren. Die werden wir jetzt brauchen. Wir haben hier 2, dann das. Dann lasst mal, weil wir haben noch aktuell Arbeiterprobleme.
Achso, haben wir schon hochgestuft. Okay. Ja gut. Dann passt ja alles. Hier machen wir... Mal kurz. Das werden mehr? Also weniger? Das werden mehr, weniger. Auch schön. So. Hier fehlt wahrscheinlich ein Rathaus. Ja. Ich weiß halt nicht. Man könnte hier aktuell die Polizeistation noch rausnehmen. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Gut, dann bräuchte man den hier nicht und den da. Mal schauen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Oh, wir brauchen mehr tierische Erzeugnisse. Was? Eine Insel wurde angegriffen? Habe ich das gerade richtig? Ich war halber abwesend. Das ist nix. Der Krieg ist beendet. Okay. Schön. Welcher Krieg auch immer. Hier können wir mal kurz aufstocken. Das sind ja unsere Nebeninseln. Haben wir beim letzten Mal auch angelegt. Deswegen hier. Und dann das da. Und haben wir noch eine? Ja, da unten. Achso, habe ich. Ja, überall habe ich, glaube ich, mich um Fisch gekümmert. Was wir auch schon mal machen können, in die neue Welt schauen. Und zwar die Hacienda richtig legen, beziehungsweise überlegen, wo wir überhaupt Kaffee produzieren wollen. Weil das ist etwas da... Ich glaube, wir kommen von hier hinten. Dann wäre die Insel eigentlich am besten. Und wir haben ja auch Platz. Das hier zählt eh für alle, dieser Bonus. Das heißt, wir können das eigentlich versetzen. Die Frage ist halt, wie will ich es bauen? Wo will ich anfangen, ist halt die Frage. Ich glaube, das ist so ein... Alles hat einen Preis. Forderung. Nee. Was soll dieser Zwergenaufstand? Also, was soll dieser Zwergenaufstand? Ich würde vielleicht... Ich weiß, wir brauchen so eine Linie. Mehr oder weniger. Wo hier, glaube ich, die Handelskammern dann drin sind. Irgendwie so. Ich muss mir nochmal das Layout anschauen, aber von der Breite müsste es das sein. Und dann könnte man das hier so hinmachen. Nach oben hat man ein bisschen Platz für die Felder. Alles ist in der Hacienda. Beziehungsweise wir müssen dann die Düngeproduktion von... Ach, die kriegen noch gar keine Alpaka. Doch hier. Die Dinger würde ich dann nach hier... hinten oder irgendwo in den Radius bewegen, weil wir brauchen Mist. Aber das dann zu seiner gegebenen Zeit. Ab nach Cap Trelawney wieder. Sind wir mittlerweile glücklich. Noch nicht ganz. Ich spule mal ein bisschen vor. Wir gehen ein bisschen ins Plus mit der Zeit und stocken mal wieder hier hoch. Oh, jetzt fehlen uns die. Ich hoffe, das gibt sich noch. Ja, sollte. Haben wir irgendwo Minus? Fisch geht hoch oder bleibt. Geht hoch. Wurst geht runter. Aber ist das jetzt auch nach dem Upgrade noch? Müssen wir mal hier rüber schauen. Ja, ist immer noch. Wie sieht es eigentlich aus, schweinemäßig? Da sind wir voll, okay, dann. Abmarsch. Wie sieht es jetzt aus? Die Waffenruhe wurde beendet. Wir produzieren deutlich mehr, als wir brauchen, okay. Das ist gut zu wissen. Für später. Für später. Wie sieht es eigentlich mit der Bierproduktion aus? Geht hoch. Aber hält sich. Ich sperre es erstmal für die. Weil da bringt es mir nicht so viel. Aber anscheinend brauchen wir mehr. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist richtig. Dann gehen wir hier mit. Du natürlich auch. Dann nehmen wir die beiden noch dran. Oh, jetzt fehlen mir wieder Arbeiter. Es ist irgendwie immer was. wie machen wir es hier denn? Wir könnten auch mal überlegen, hier was länger. Ja. Ich möchte halt nicht so einfache Muster dauernd nehmen. Wenn wir das hier machen, kriegen wir das? Nee. Außer wir machen hier natürlich auch was Längeres. Zum Beispiel so.
dann könnte man vielleicht sowas machen. Es muss ja nicht unbedingt aussehen wie die größte Excel-Tabelle. So ein bisschen schon. Funktioniert nämlich gut, aber vor allem je mehr wir hier hingehen und weniger vom Stadtkern, ist das, glaube ich, ganz in Ordnung so. Okay, komm. Die Wurst, die muss... Ja, jetzt gibt es sich auf jeden Fall. Wir kommen hier aber nicht an das Maximum... Achso, weil wir voll sind, glaube ich. Ich glaube, deswegen. Ja, wie sieht's aus mit der Weizenproduktion? Die haut hin. Wir haben sogar noch Puffer. Die Frage, genug Puffer, um noch so eine Bierproduktion ranzunehmen? Weil, aber wir brauchen gar nicht mehr. Wurde das jetzt... Ist das eigentlich... Dadurch, dass es hier gesperrt ist, wird es weniger angezeigt oder zählt das trotzdem dazu, was gebraucht wird? Oh nee, dann ist es wirklich... Ui, die machen ja ein ganz schönes Minus. Na gut, dann lassen wir es erstmal. Bis die aufgestiegen sind, dann brauchen die das nämlich nicht mehr. Wo wir auch drüber überlegen können, Rom. Beziehungsweise erstmal das Varieté. Das kommt hier hin. Ich hätte erstmal schnell die Bewohner hier aufsteigen lassen sollen. Aber gut, das geht noch. Ich nehme mal hier die Polizeistation weg. Und mache hier doch nochmal solche rein. Ja, so ist besser. Varieté. Die haben wir schon. Das Ding. Schön mit dem Eingang hier raus. So gefällt mir das. Jetzt da... Ich träume von Meer. Vom Meer oder von Meer? Deutsche Sprache immer schwierig. So, gehen wir hier hoch. Okay, wir brauchen Fenster. Haben wir eine genaue Produktionsauslastung von Glas zu Fenster? Nee, wir stellen zu viel. Eins könnten wir noch rannehmen. Warum? 3, 3. Meine Spontanität ist ein... Ah ja, weil wir es hochgestockt haben, sonst könnten wir es verdoppeln. Okay. Dann machen wir das mal. Und in der Zwischenzeit, wo uns Sachen zum Aufstieg fehlen... Achso, nee, warte mal. Wir können erstmal mit Beton hier anfangen. Sonst fehlt uns wieder was, was wir brauchen. Hier ist, glaube ich, ein... Genau, hier ist eine Betonmine. Gehen wir mal hier hin. Hier schön runter. Das freut mich. In welcher Stadt denn? Ach, die von damals. Da, wo wir das erste Mal Bier aufgezogen haben. Wir brauchen nämlich auch Eisen, wollte ich sagen. Oh, Kohle auch. Oh, hier haben wir Steinkohle, perfekt. Also ein optimaler Spot, um Zement zu bauen. Oder zu fördern. Jetzt ist die Frage, reicht das? Wie viel brauchst du denn? Du kannst zwei von den Dingern hier auslasten. Das passt eigentlich so. Und später kann man dann hier noch... Ja, wobei, dann kann man auch, glaube ich, gleich so. Das für später irgendwann. Kann man ja freilassen. Zementmine bauen. Dann haben wir schon mal das. Fehlende Waren kommen hier. Kein Lagerhaus. Ist das wichtig? Ja gut, wir kommen. Hier machen wir mal Gönjamin. Steinstraßen. Okay, das reicht immer noch nicht. Ja, dann baue halt noch eins dahin. Sollte das wichtig sein. Du brauchst noch Fenster. Okay, komm. Fenster kommen. Das bedeutet jetzt alte... Ne, neue Welt. Neue Welt und wir brauchen Bier. Also meine Bewohner. hier fördern wir schon Bier. Was kann ich für dich tun? Okay. Erstmal würde ich hier sagen, weil es immer nützlich ist, die Hacienda. Wir brauchen Zement. Ja, daran habe ich natürlich gedacht. Nicht. Na gut,
dann halt erst das. Haben wir es auf den anderen? Hier haben wir es, oder? Ja, sogar gleich beide. Da habe ich mitgedacht. So, dann das und... Gehen wir hier hin. Oh, und mir fehlen Einwohner. Hilfe. Nahrung brauchen wir auch. Jo. Ich habe ja mich hier um gar nichts gekümmert, sehe ich gerade. So, jetzt. Nee, das passt vom Verhältnis. Okay, damit haben wir, glaube ich, die zumindest schon mal. Was wir auch noch brauchen, ist Alpaka-Wolle. Die können wir hier vielleicht produzieren. Ich mag die Musik in der neuen Welt. Zumindest überwiegend. So, ich kopiere mir die einfach von drüben. Moment. Das können wir ja auch leichter haben. So. Und dann sehen wir, dass es genau passt. Als hätte ich es ausgemessen vorher. Wobei, komm, wir packen das... Ah, das passt nicht genau. Ist aber egal, weil wir hier ja theoretisch die Anschlussmöglichkeiten auch noch haben. Passt nicht doppelt hin, gell? Ne. Dann halt so. Machen wir erstmal zwei oder wie viel machen wir? Drei. Wobei, man kann auch jetzt hier. Geht. Geht, wenn man möchte. Komm, wir machen mal drei. So. Mal gucken, ob wir das vierte noch brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Bevölkerung. Wie viel brauchen wir für die Hacienda? 50, okay. Dauert ein bisschen. So, wir können jetzt aber Beton herstellen. Einmal zumindest. Na komm. Wie viel, für wie viel reicht die Mine? Ist dasselbe? 30. Das heißt, damit können wir auch nur zwei machen. Wir können mit diesem Vorkommen alle befeuern, was Eisen benötigt, aber Zement müssen wir gucken. Wenn wir Glück haben, später mit der Arktis, könnten wir vielleicht Gas hierher irgendwann exportieren. Ist das meins? Nee. Die kaufen sich einfach weg. Gas hierher exportieren. Wollte ich sagen. Und dann die da hier mit Gas befeuern. Sonst sehe ich das eher kritisch. Nun gut, ja gut, aufstocken können wir jetzt nicht, dafür fehlen uns gerade die Sachen. Oh. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das gibt sich gleich. Das reicht aber nicht, gell? Haben wir Eisen zu viel gerade da? Ja gut, die oben stellen ja her. Was sagt mein Produktionsfenster? Das sagt, wir haben ein Problem. Okay, dann... Einmal bitte das. Das passt ja immer noch. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Ja, wird glaube ich, von... Oh, Brot brauchen wir. Wir haben zu viel Weizen, gell? Ja, nimmt leicht zu. Das heißt, das können wir mal aufstocken. Ich überlege gerade. Wir haben doch den Bäcker uns geholt. Zack. Dann brauchen wir schon mal keine Mühlen mehr. Zack, zack. Sparen wir dadurch jetzt? Ich glaube schon, oder? Weil jetzt ist 1-1. Ja, nee, ist genauso vom Verhältnis. Wir sparen nur uns den Zwischenschritt und die Arbeiter. Nun ja, können wir mit den Feldern irgendwas gerade machen? Eigentlich nicht. Da müssen wir mal... Müssen wir im Auge behalten. So, ich stock mal das hier kurz auf. Damit da mehr reingeht. Wir... Oh Gott, was geht da ab? Ja, Brot. Wir können natürlich kurzfristig das auch mehr machen lassen.
Aber weiß ich noch nicht. Wir können auch mal, weil es ein bisschen spart, hier die Höfe wegmachen. Ich glaube, Schweine haben wir immer noch genug. 35, wir verbrauchen 18. Also ja. Wir können sogar... Schiff unter Beschuss. Was? Eins von meinen? Ihr Hafen wird angegriffen. Komm, bitte, schnell. Hallo. Sei froh, wir lassen nur sehen. Ey. Bald. Dieses hässliche Ding. Junge, Junge, Junge. Nun gut, wie können wir noch sparen? Hier mal kurz weg. Man kann ja die Höfe später wieder dazu machen. So, was sagt mir jetzt mein Fenster? Wir stellen 25 her und brauchen 18. Das ist ein besseres Verhältnis. So, wir müssen aufpassen, dass das jetzt hier keine Kettenspirale irgendwie in Gang setzt. Weil dann haben wir ein Problem. Was können wir machen? Wir könnten hier noch eine Schule hinstellen. Damit hier die restlichen noch auf plus 2 kommen. Ja, es hilft ein bisschen. Ich bin unverändert. Aber ich muss es auf jeden Fall im Auge behalten. So, neue Welt, da hatten wir auch Probleme. Und zwar, ja, Hacienda haben wir immer noch nicht genug. Aber wir haben genug zum Aufsteigen wahrscheinlich. Ja, es gibt sogar ein Fest hier. Schön. Machen wir das so. Dann haben wir genug Bevölkerung. Das hilft uns auf jeden Fall. Zack. 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 Ich hoffe, da reicht der Markt. Oh nein, da habe ich einen Fehler gemacht. Hilfe. Zack. Oh nein, jetzt passt ja... Wenn man einmal einen Fehler macht... So, jetzt korrekt dran machen. Gut. Ja, nach oben könnten wir eigentlich auch nochmal. Ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als von mir selbst. Tag und. Das ist schön, Hugo. Da freuen sich auch alle. Haben die ein Kloster? Ja, aber hier oben wirkt es ja irgendwie nimmer. Machen wir mal weg. Dann kommt hier das Kloster hin. Hier noch eine Feuerwache. Viel Spaß. Und hier kann man auch noch eine Feuerwache hinmachen. Ist halt hier ein bisschen lose. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir können jetzt das Ding hier auch auf jeden Fall hinstellen. Wie sieht's aus mit den Bananen? Vielleicht braucht man da ein bisschen mehr. Vielleicht. So, 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 4, einfach mehr. Ups. Fehlte da jetzt was? Ach so, geht einfach nicht. Okay. 3, 4. So vielleicht? Man kann das ja auch hier hinstellen. Dann wieder Bananen. Wo machen wir die jetzt am blödsten? Am besten wäre natürlich, wenn es auch hier Verbindung gäbe. Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. War irgendwer krank? Anscheinend. Ohne, dass ich es mitbekommen habe. Hierhin. Jetzt mal kurz gucken. So, und dann... Vielleicht so... Gemeinsam sind wir so viel stärker. Nee, sind wir nicht. Ich mache das nochmal weg, damit nicht zu viel im Baubereich von dem Ding ist. So. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Entschuldigung. Da musste ich mal kurz husten. Das kam jetzt spontan. Ich hoffe, ich denke es dran zum Muten im Nachhinein. So. Wir sind mittlerweile auch wieder finanziell über 1 Million. Das ist schön. So, warte mal. Jetzt haben wir aber nur 3 eigentlich. Oh. Ich habe hier ein bisschen
ein bisschen viel vielleicht sonst gebaut. Zack. Zack, jetzt mach erstmal das hier. Okay. Das ist ja mal... Da habe ich ja viel zu viel Platz eigentlich gelassen. Ja, wobei... Jetzt... Ging doch. Geht doch ganz gut. So. 14, wir brauchen 14. Du stellst 14 her. Perfekt. Perfekt. Jetzt können wir auch die Hacienda bauen. Das bedeutet zusätzlich noch weniger Verbrauch. Ja, stellen wir es mal hier hin. Richtlinie, weniger Lebensmittel. So, und jetzt brauchen wir 8. Das ist ja mal sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, ab ins Kap. Wie viel Beton haben wir? 30. Oh, wir brauchen immer noch. Jetzt geht Seife aus. Was haben denn die? Nur am Meckern, die Bevölkerung. So, reicht das jetzt? Jetzt fehlen natürlich wieder Arbeitskräfte. Theoretisch reicht's. Vorerst. So, ja klar, jetzt gehen die wieder runter. Wir machen mal kurz auf dritte Geschwindigkeit. Ich möchte noch ein paar aufsteigen lassen. Dann beim nächsten Mal können wir auf jeden Fall anfangen mit der Ölproduktion. Das ist etwas dann fürs nächste Mal aber. So, wie sieht's denn sonst aus? So Konserven. Haben wir noch genug? Haben wir genug? Haben wir genug? Brillen, ja, da warte ich eigentlich gerne auf ein Item. Bin ich ehrlich. Kommt, was haben wir noch? Wurst haben wir genug. Schweine haben wir auch genug. Arbeitskleidung. Fisch haben wir leicht genug. Aber nur ganz leicht. Naja. Muss erstmal reichen. Können wir... Ja, damit dachte ich schon, wir gehen ins Minus. Wo baue ich denn als nächstes was hin? Wie wäre es mit... Hier. Vielleicht so. Ich hoffe, da passt noch das hin, was ich hinbauen möchte. Aber das wird sich zeigen. Hier oben kommt was hin, hier kommt was hin. Hier eigentlich nicht, außer der Hafen da noch. Hier weiß ich noch nicht, vielleicht das Touristenzeug. Und dann können wir hier hoch noch expandieren, wobei hier möchte ich auch was hinbauen. Oh, wir können mal ganz kurz nach Enbesa schauen. Da haben wir schon länger nicht mehr reingeschaut. Ich denke, ich werde Sie zum Tanz einladen. Das freut mich natürlich. Oder auch nicht. Gehen wir mal ja hier hinten nicht hoch. Allzu viele Änderungen, hoffe ich. Das spart ein bisschen Platz. Wir konnten es lektionieren, das weiß ich. Ein bisschen mehr Einkommen, weniger Warenverbrauch. Wobei, wo war das Positive jetzt? Da. Dann machen wir doch das und das dafür weg. Ich kann all den Unfall noch ernst nehmen, der da geschrieben steht. Musst du ja auch nicht. Ist ja meine Bevölkerung. So vielleicht. Ja, ob das reicht. Wobei, es wäre besser, wenn wir das so machen. So. Wie viel brauchen wir davon? Müssen wir gleich mal schauen. Ich mach mal 4, weil es hinpasst. Und dann können wir das hier so machen. Wobei, das ging ja auch hier drüber. Okay, sehe ich gerade. Naja, das Warenlager muss da nicht angeschlossen sein. So. Reichen 4 Stück? Ich denke mal schon. Ja, es würden sogar auch gerade 3 reichen. Dann machen wir nur 3. Aber ich denke, das vierte müssen wir früher oder später sowieso anmachen. So, passt jetzt alles. Seid ihr zufrieden? Juhu. Let's go. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr schön. Was haben wir denn? Noch schwierigere Produktion.
dafür brauchen wir Items. Da hätte ich gerne eins. Man könnte es vorerst anders machen, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wobei, wahrscheinlich, weil wir das Item noch nicht kriegen. Ja, das wird doch lustig. Beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern. Heute haben wir nicht nur da oben unsere Gulaschproduktion also hochgezogen. Wobei, boah, das sieht schon... Ah, jetzt laden die Texturen. Sieht schon nice aus. Ich müsste eigentlich öfters mal an das Kleine hier ran. Mit den Schweinen daneben dran. Das wirkt aber auch sehr... Wobei, wirkt das eher freundlich oder brutal? Ich bin mir uneins. Und wir haben, was noch viel wichtiger ist, hier in Crown Falls mittlerweile, nachdem es die Texturen gleich lädt, hoffentlich, unsere ersten Ingenieure ansiedeln können. Ich würde sagen, das ist sehr erfolgreich gewesen. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein, wenn wir hier weitermachen und dann mit Öl anfangen. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!